Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem gleich. Ja, wir gehen hier wieder rein in Mamas altmodische Tolle Dame, die Mythic Lila, aktuell noch am Start. Jo, dann sind wir hier in der Evening Beer Tire Box, die haben wir gestern bereits gehabt. Die habe ich euch schon vorgestellt. Hier mit Evening Beer Dale, Beer Tasting, Lois Griffin, Dinner Date, Front, Bartender's Knot, Francine Smith und diesen ganzen Combo Masteries hier, das verlinke ich euch ans Ende des Videos. So, jetzt haben wir hier eine neue Box, das ist die Whiskey Tire Box mit Whiskey Bartender, Beer Tasting, Francine Smith, Thunder Cocktails, Beer Festival, Klaus Heisler, Date Wine, Zoidberg und da hinten den da. So, und hier sind natürlich jetzt die alten Klassiker mit am Start. Ja, also sensationell. Die Oldies but Goldies. Hier haben wir Whisky Bartender. Den schauen wir uns kurz mal an. Whisky Bartender. So, das ist folgendes. Da ist der Whisky Bartender. Und ja, das Ganze funktioniert hier mit. Gehen wir eigentlich gleich schon runter, maxen wir das Ganze und schauen mal, auf der rechten Seite haben wir eine Mauer, wir haben Entführen und wir haben Bodyguard mit Bierfestival. Bartender's Knot, Dinner Date Front, Mint Mind Jalap, Beer Tasting, Personalized Beer Mugs, Lubeck, Oktoberbrau, Wine Bucket, Thunder Cocktails, Wodka Bier, Wine Trio, Braubier, Kleins Bier, Welcome Mojitos, Party in a Beer Tank und mit Spring Break Shots. Alter Vater, guck dir das an mit Spring Break Shots hat das Ding 100 Leben. Das ist ja Unfall, wenn man schon mal runterscrollen, das ist ja Wahnsinn. 100 Leben. Zwei Leggies miteinander kombiniert. I like Beers, natürlich die nächste Knüller-Kombo. Absolut obergeil. Ist mit einem Bobby. Ich spiele die sehr, sehr gerne aktuell sowieso schon, weil sie heilt. Gehen wir mal ganz kurz hier rein. Das ist da. Da haben wir Motivieren, wir haben Heilen und wir haben eine Bombe. Das heißt also. Nach rechts und links die Karten, die werden richtig offensiv gepusht. Und dann hast du noch die Heilfunktion mit dazu. Auch wieder mit Bierfestival, Bartender's Knot, Dinner Date Front, Mind Jalap, Beer Tasting, Personalized Beer Mug, Clients Beer, Slewback, Party in a Beer Tank, Oktoberbrau, Welcome Mojitos, Thunder Cocktails, Wine, Bucket, Wodka Bier, Braubier. Und da unten natürlich diese ganzen Sachen nochmal mit dem Mythic Bobby. Hammerwerte, mega geile Combo. Da lohnen sich 10% auf jeden Fall. Jetzt haben wir Mowing While Intoxicated. Also betrunken auf dem Rasenmäher heißt das Ding. So, Mowing While Intoxicated. Schauen wir uns auch gleich an hier. Auch eine mega geile Combo. Sehr, sehr cool. Hier mit einem Hank. Hank Hill. Gehen wir mal ganz runter zum Hank Hill. Und dann haben wir hier das Ganze mit Personalized Beer Mug. Mit Clients Beer. Mit Slewback. Mit Party in a Beer Tank. Oktoberbrau. Welcome Mojitos. Braubier. Wodka Bier. Und Wine Bucket. Und das ist natürlich mega. Du hast eine Mauer. Du hast eine Bombe. Und du hast. Berauscht. Das heißt, die Karte wird jede Runde stärker. Mega geil. Dann haben wir auch eine, die ich ebenfalls sehr gerne spiele. Also wirklich hier jetzt aktuell ein Ding nach dem anderen. Das sind natürlich alles alte Kombos. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Eine Drunk, Peggy. Es ist einfach nur, dass sie halt jetzt meistens nicht die mega OP-Werte haben, aber trotzdem ziemlich effektiv sind. Also wir haben hier eine Peggy. Und dann gehen wir gleich runter zu der Mythic-Version. Das geht mit der Powtucker Patriot Ale. Da haben wir dann hier Lähmen, Stoß und Berauscht.
Und hier nochmal mit Personalized Biermark. Also nur zwei Kombo-Möglichkeiten. Aber wenn eine gegnerische Karte da ist mit einer Mauer, dann habt ihr so wenigstens die Möglichkeit durchzukommen. Noch eine. Date Wine Zoidberg. Auch hier wieder interessant. Date Wine Zoidberg. Und das ist diese hier. Date Wine Zoidberg und Dr. Zoidberg. Da haben wir dann hier unten den Mythic Dr. Zoidberg mit Beer Tasting Mind Jalap, Dinner Date Front, LARP, Bartenders Not Beer, Festival, Party in a Beer Tank, Personalized Beer Max, Lubeck, Braubier und Oktoberbräu. Auf der rechten Seite kommt raus Entführen, Bodyguard und Stoß und davon echt hammer viel. Das ist ziemlich geil. So, jetzt wieder eine meiner Favorites. Fever Dreams. Auch eine Combo, die ich unfassbar gerne spiele. Ich liebe diese Combo. Fever Dreams. Mega fett. Ist mit einer Louise. Ist diese da. Hier gehen wir gleich runter zur Mythic-Version. Jetzt muss ich erstmal wieder normal Few Swans Level machen, sonst ist das unrealistisch hier. Mit Punch, mit alle Lähmen und mit Berauscht, mit 15-fach Grace. Beer Festival, Bartenders, Not Date Front, Mind Jalap, Beer Tasting, Jellybean Schnaps, Spring Break Shots, Welcome Mojitos, das sind noch die Oldies mit dabei, Thunder Cocktails, Wine Bucket, Wodka Bier und Wine Trio und die ist natürlich mega fett. Also eine geile Combo, alles runterkrippeln. Punchen und noch selber stärker werden. Sensationell, I love this. So, dann haben wir die Oktoberfestlieder. Auch hier wiederum eine mega coole Defensive jetzt allerdings Combo. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, spiele ich auch von Zeit zu Zeit mal ganz gerne. Das ist diese da. Das ist hier mit Oktoberfestlieder. Ach Quatsch, mit mit Clients Beer, Personalized Beer Mug. Ich gehe mal gleich runter auf die Mythic-Version. Slewback, Jellybean Schnaps, Spring Break Shots, Party in a Beer Tank und Oktoberbrau. Und dann kommen dann auf der rechten Seite Revanche. Alle heilen, allerdings wieder eingeschränkt und Blutsauger raus. Und auch das wieder geile Werte. Allein der Blutsauger und Revanche sind schon mega fett. So, und dann last but not least, eine meiner absoluten Lieblingskombos, die ich immer wieder gerne spiele und mit der ich schon so viel zerstört habe. Also ist wirklich eine absolute Edel-Edel-Kombo. Das Ding ist richtig, richtig geil. Damit kriegst du einiges klein. Also, das Ding ist fett. Der Drunk Peter. Und den können wir auch jetzt hier in der normalen Version uns mal anschauen. Du hast hier es geht allerdings mit der, ja, Personalized Beer Mug geht es auch noch. Mit Personalized Beer Mug und mit der Pawtucket Patriot Ale. Und das Geile halt an dieser Combo ist, du hast zum einen Lähmen 25, das ist jetzt noch nicht so das Geile. Du hast aber 26-fach Gas und du hast 18 Stoß durch eine Mauer und damit bist du natürlich bei fast jeder Karte, die da auf der anderen Seite sitzt, mit bei. Kommst durch die Mauer durch, setzt das tödliche Gas an und zerstörst einfach nur diese Combo ist ein absoluter Overkill-Zerstörer, kann ich euch nur sagen. Also was ich damit schon alles platt gekriegt habe, das ist schon echt nicht mehr feierlich. Die hat mir schon oft den Arsch gerettet. Mega geile Combo. So, ja, hier natürlich mal ganz kurz reingeschaut, das haben wir schon gemacht. Hier, wie sieht's aus? Da Date Wine Zoidberg, wieder die Epic, bis zu 700 Gems haben wir. Drei Pulls und zwei Level 1 Date Wine Zoidbergs, dann habt ihr das wenigstens schon mal gefused. Sechs Forschungsbeschleuniger, A8 Stunden und 600 legendäre Steine, 300 Gigawatts. Hier kommt dann schon die erste garantierte Leggy mit hinzu. Und hier habt ihr den Whisky Bartender schon als Pre-Combo. Aber das ist dann schon relativ teuer, das Ganze. Da kommen auch die Super Mythic Stones mit rein ins Spiel.
So, also absolut empfehlenswert diese Box hier, schon allein wegen den ganzen Kombos. Francine Smith und Klaus Heißler. Gut, ihr kennt meine Meinung dazu. Ich halte weder was von Francine Smith noch von Klaus Heißler. Sind beides Kombos, die ich nicht so toll finde. Thunder Cocktails mega fett, die stärkste Combo, Supportkarte, Drunk momentan, Whiskey Bartender, Beer Tasting, Beer Festival. Date Wine Säuber kann man gut hochleveln. Also diese Whiskey Tire Box, wenn man von den Charakteren absieht, ist eigentlich ganz gut. So, dann haben wir hier Mythic Peter Pack, Baby Bender, Beer Festival, Bartenders Northern Kill. Die ist natürlich auch nice, aber für 500 Gems kriegst du halt nur einen einzigen Pull bei raus. Dann sind wir auch schon hier bei den heutigen Combos angelangt. Da haben wir Cinderella Lois, die schauen wir uns jetzt als allererstes an. Cinderella Lois, das ist diese da. Jo, das ist eine Lois Griffin, die kann ich eigentlich auch schon wieder maxen. Die dürfte jetzt nicht gemaxt sein aktuell. Moment, gucken wir mal hier rein. Maxed out. Mit Kostümkarten, Rogers Kleiderschrank, Book of Spells, das Buch der Zaubersprüche, Scary Mask und mit Bedtime Stories. Auf der rechten Seite kommt eine Combo raus, die Cinderella Lois mit Cheers und mit Heilen. Ja, ist nicht der Ober, also nicht so gut. Hier eine Combo, die war mal ursprünglich die Lieblingscombo von Herrn Sofort, der Rodeo Peter. Das ist aber schon lange her, aber da war sie wirklich sehr effektiv, muss man sagen. Hier mit Peter und mit Ringen zum Beispiel. Mal gucken, dann gibt es da gibt's überhaupt keine Leggy-Kombo mehr. Überlegt euch das mal. Wahnsinn. Damals war das echt stark, heute ist das uninteressant geworden. Rodeo Peter. Bringt nichts mehr. Jetzt hier eine interessante Kombo. Dann kann ich euch nur sagen, das Ding. Es kommt ja jetzt der Money BGE und Blueberry Delivery Girl ist tatsächlich eine Money Combo und da könnte es interessant werden. Ja, wir schauen uns jetzt mal diese Combo an. Das ist mit einer Tina zum Beispiel. Maxed out. Dann haben wir hier schon eine dieser neuen legendären Karten, die Powter Schmidt. Was heißt denn das? Mono, so kann ich nicht lesen. Carter Powter Schmidt mit Rusty Mr. Fischöder. Das sind hier diese neuen Money-Karten. Dazu will ich noch ein separates Video machen. Das wird wahrscheinlich dann auch morgen kommen, also heute im Laufe des Tages. Mit Blueberry Delivery Girl. Ja, ist jetzt Money. Ja, mega geil. Und da haben wir, ich weiß jetzt noch nicht, was der BGE-Effekt sein wird. Ich hoffe, dass es nicht total overpowered sein wird. Hier haben wir einmal Lähmen, wir haben Blutsauger und wir haben Heilen. Ja, und davon relativ viel. Und das kann halt hier mit, ach, Dauterive, Chateau auch. Dann $300 Haircut auch. Crack Mansion auch. Also haben wir ja schon fast alle Karten hier zusammen. Crack Mansion, Golden Turd. Jo. Bag of Nickels. Das sind hier die aktuellen neuen Karten, die jetzt kommen werden für den Money BGE. So, hier nochmal eine Mystic-Version. Ich behaupte mal, es könnte unter Umständen tatsächlich Sinn machen, diese Combo zu holen für den nächsten BGE. Ich habe leider nicht mehr genügend Steine. Ihr seht hier oben habe ich noch 900. Tut mir auch weh bei der nächsten Combo, Yachtclub. Den würde ich auch gerne mal mit zwei Krönchen ausstatten. Gucken wir mal hier rein. Da haben wir die Tina mit einer Pawtucket Patriot Ale. Ist jetzt natürlich nicht so berauschend mit einfach nur zehnfach Lehm, aber mir hat das schon echt oft weitergeholfen. Und ja, kann unter Umständen halt wirklich mal das Leben retten. Also. Beziehungsweise das Animation Throwdown Leben. Absinthe und Malteser Likör. Jo. Spring Break Shots. Crave and Save. Crave and Save. So. Kenne ich auch noch nicht. Ist auch noch neu hier.
Ja, und da kann es kann natürlich schon echt viel ausmachen. Ihr müsst ja bedenken, Cripple All ist so ein Ding, ne? Das betrifft ja jede Karte des Gegners und unter Umständen kann das echt schon der entscheidende Faktor sein, ob der dich klein bekommt, wenn er mehrere Karten schon frei hat, die du noch nicht verteidigst. Oder ihn natürlich daran hindern kannst, Blutsaugereffekt mit seinem Blutsauger sich wieder hochzuheilen oder seine Gasattacke durchzubringen oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, wenn der Gegner weiter rausgespielt hat. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann tut mir doch mal einen Gefallen, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown. Mit mir nehmen wir gleich. Leute, ich freue mich auf euch. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.